Aber jetzt gehen wir hier erstmal runter, genau. Der ist nämlich lustig hier unten. Ein Stein. Ein Stein. Besondere Merkmale? Keine. Ganz ehrlich, und beim ersten Mal, als ich es gespielt habe, habe ich ohne das da gespielt. Und denkst du, ich habe diesen dummen Stein gefunden? Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Den wird hier keiner vermissen. Da. Und jetzt kommt morgen irgendjemand und sagt, mein Stein, mein köstlicher Stein. Jetzt muss meine Familie verhungern. Mein Arbeitsstein. Das Schloss an der Tür. Wurde gestohlen. Können wir mit dem Stein leider nicht benutzen, naja. Aber die Flaschen können wir mitnehmen. Eine hübsche Sammlung. Hoffentlich sind die nicht alle von heute. So, Wasser. Wasser von oben, Wasser von unten. Verdursten werden die hier bestimmt nicht. Dann kannst du jetzt eine Flasche nehmen und mit Wasser füllen. Ich weiß nicht warum, aber es geht. Sieht nicht wirklich seetüchtig aus. Andererseits, ein berühmter Pirat, ein Typ namens Pinsel oder so ähnlich, ist mit so einem Boot durch die komplette Karibik gefahren. Der Pinsel. Eine hübsche Sammlung. So, und dann noch die Fische. Das ist wohl die Ausbeute des heutigen Tages. Schauen wir in seinen Fisch. Oh. Die Fische können Sie doch alleine gar nicht essen, oder? Machen Sie sich Sorgen um meine Gesundheit oder wollen Sie nur einen Fisch abstauben? Ja, also, wenn ich ehrlich sein soll... Nehmen Sie ruhig ein. Ich werde schon noch ein paar fangen. Oh, vielen Dank. Und schon haben wir einen Fisch. Warum auch kalt immer, aber gut. Wie ein Fisch ebenso ist. So, und den zermatschen wir jetzt. Nee. Aber vielleicht können wir ihn einpacken. Nee. Aber wir können... Wir hauen ihn einfach auf. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ein Fisch auf einem Schild. Gut. Egal, was ich mit diesem Fisch mache, es sollte schnell geschehen. Oh, und jetzt dann kannst du mit dem Stein finden. Zermatschen. Nee, leider nicht. Na gut. Kannst du wirklich eine Flasche nehmen eigentlich? Ich glaube, ich muss erstmal mit reden. Er müsste eigentlich nur einmal ins Wasser hauchen. Dann würden sofort alle Fische besoffen an der Oberfläche schwimmen. Das wäre cool. Hi, Abraxel. Wie geht's? Hallo. Wieso angeln Sie bei so einem Wetter? Sie haben keine Ahnung vom Angeln, oder? Nein, nicht wirklich. Wieso? Weil die Fische bei so einem Wetter am besten beißen. Sie sehen doch mal einmal, das ist die Ausbeute von 3 Stunden. Selbst wenn ich innerhalb von 3 Stunden 30 gebratene Tauben und Wildschweine mit Äpfeln im Maul fangen würde, ich käme nie auf die Idee, mich bei so einem Wetter freiwillig hier hinzusetzen. Naja. Memme. Memme. Na? Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Morangi. Können Sie mir da helfen? Klar. Der alte Ken haust da drüben auf seiner Insel. Oh, super, vielen Dank. Wie komme ich denn darüber? Gibt es eine Fähre oder eine Brücke? Nee. Brücke sowieso nicht. Und bei dem Wetter fährt auch kein Schiff. Uns geht's ganz gut. Ja. Ich habe beschlossen, dass wir streamen. Überraschungsmäßig. Unerwartet. Weil ich Lust hatte auf das Spiel. Weil ich unbedingt noch zum zweiten Teil demnächst kommen will. Und deswegen machen wir das jetzt. Ist das Ihr Boot da drüben? Ja. Kann ich das mal kurz ausleihen? Ich brauch's momentan nicht wirklich. Aber dann könnten Sie mir auch einen Gefallen tun. Klar, was denn? Ich hatte heute Morgen meinen Kumpel Steffen besucht. Und jetzt ist mein Whisky schon wieder alt. Und jetzt soll ich Ihnen welchen besorgen. Warum gehen Sie nicht einfach in die Kneipe um die Ecke? Warum schwimmen Sie nicht einfach auf die Insel? Guter Konter. Also ein Tausch. Whisky gegen Boot. Ja, klingt fair. Guter Konter. Im Felsen. Was befindet sich eigentlich dahinter? Der Keller von Old Stevie's Pub. Kommt man da irgendwie rein? Was meinen Sie, wie oft ich das schon versucht habe? Da drin lagern Whisky-Vorräte für mindestens 1 Jahr. Aber O'Brien, der alte Geizhals, rückt ja nichts raus. Meint immer, ein Barkeeper dürfe seine Waren nicht verschenken. Früher haben wir gehandelt. Fisch gegen Whisky. Irgendwann ist mir aus Versehen ein roter Hering mit in die Lieferung geraten. Seitdem ist er sauer und faselt was von Gammelfisch.
Dabei war der Schaden doch minimal. Dann wünsche ich weiterhin Petri Heil. Petri, Dank. Ein roter Hering. Ich glaube, das ist so ein Fangding, oder? Der rote Hering. Also ich kenne das nur im Englischen, der Red Herring, als Hinweis, als der einem in die falsche Richtung führen soll. Ja, ja, aber ich glaube, ein roter Hering ist ein Haken, oder? Aha, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja ein Angler unter euch, der es uns sagen kann. Ich wusste übrigens auch nicht, dass man Petri Heil mit Petri Dank beantwortet. Ach was. Anscheinend. Er hat gerade gesagt, Petri Dank. Vielleicht war es nur ein Scherz. Habe ich nämlich noch. Vielleicht kann auch ein Fischer oder ein Seefahrer unter euch, die ganzen Seefahrer, die uns folgen, vielleicht kann das ja jemand beantworten. So, ich probiere es nochmal mit den Flaschen. Eine hübsche Sammlung. Hoffentlich sind die nicht alle von heute. Na gut. Also, ja, können wir jetzt vielleicht die Tür einhauen mit dem Stein? Was? Ob wir jetzt vielleicht mit dem Stein die Tür einhauen können? Nee. Das glaube ich nicht. Na gut. Ist richtig so. Also sagt man Petri Dank. Oder wie? Ich glaube schon. So, und weißt du, worauf ich lang nicht gekommen bin? Und ich weiß nicht, ob das wieder so ein Ding dass ist man wie mit dem Bild. Dass man mit dem Stein Scheibe einhaut. Nee. Wie gesagt, vielleicht funktioniert es noch nicht, aber man kann das da mit dem da benutzen. Und dann? Tja. Weiß man nicht mehr, dass man hier nur 30 fahren darf. Und der Nächste, der um die Kurve brettert, fliegt dann ins Meer. So ähnlich. Die nächste Whisky-Lieferung wird dann an den Strand ausgeschüttet quasi. So ähnlich. Oh, so voll? Vielleicht hätte ich reservieren sollen. Da. Okay, hier hinten ist nichts. Feuer. Feuer. Schön warm. Ich könnte mich da vorstellen und meine nassen Sachen trocknen. Andererseits, ich muss bestimmt sowieso gleich wieder raus. Da kann ich mir das auch sparen. Irgendwie habe ich Lust, diesen Fisch darin zu braten. Ich nutze mal Ihren Kamin, um den Fisch zu grillen. Natürlich könnten Sie das bestimmt viel besser, aber Sie werden ja wahrscheinlich Wichtigeres zu tun haben. Ja, natürlich. Machen Sie ruhig. Sagt Handsome Jacks, Synchronsprecher. Aber, passiert das öfter hier oder so? Der ist da so casual, wenn jemand irgendwie in meine Kneipe kommt und sagt, ich kann nicht mal einen Fisch über deinem Feuer machen. Ich weiß auch nicht. Viel zu heiß. Ah, okay. Das gehört zum Rätsel anscheinend, muss man ihn da irgendwie... Blech ist viel zu heiß. Na gut. Naja. Jetzt bräuchten wir die Zange von Nina. China? Nina? Egal. Der sabbert friedlich vor sich hin. Man sagt Petri Dank, wenn man beim Angeln bereits erfolgreich war. Okay. Gut zu wissen. Petri Dank. Können wir das nächste Mal irgendwie Final Fantasy 15 oder Deadly Premonition spielen und da angeln? Dann können wir Petri Dank sagen. Genau. Wie in jedem japanischen Spiel. Eben. Kein Japano-RPG ohne Angeln. Ja. Hallo? Alles in Ordnung bei Ihnen? Der scheint nicht übermäßig kommunikativ zu sein. Vielleicht lasse ich ihn erstmal seinen Rausch ausschlafen. So, da ist ein Becher. Ein einfacher Zinnpokal. Den nehmen wir mit. Ist da noch was drin? Ich nehme den mal an mich. Bei dem netten Herrn hier hat er seine Aufgabe ja offensichtlich schon erfüllt. So, da hätten wir alles. Hier ist ein Schlüssel. Den können wir wahrscheinlich nicht klauen. Nee, ich denke ein auch. Schlüssel. Kann ich mir den Schlüssel mal kurz ausleihen? Nein. Kommen Sie, nur 5 Minuten. Nein! Mit Rhetorik werde ich hier wohl nicht weiterkommen. Da helfen nur Taten. Also, ich schätze, der Schlüssel ist unten für den geheimen Keller, ne? Genau. Aber warum hängt der Schlüssel bitte den Kunden zugewandt am Tresen? Nur mal so eine Frage. Keine Ahnung. Naja, vielleicht für die Stammkunden, die dürfen sich den können sich den Whisky selber aus dem Keller holen, stimmt. Bei Jägern ist es Weidmannsheil. Das kenne ich auch. Ah, und da kenne ich sogar Weidmanns Dank. Kommt mir bekannt vor, ne? Stimmt. Das stimmt.
Ja, aber diese Jägersprache ist sowieso... Ist das so eine Art Code. Götterverehrung oder irgendwie so mythische Wesenverehrung Weidmann. Im Ursprung? Dass man sagt, Weidmann heil und Weidmann dank und Petri heil und Petri dank? Vielleicht. Als würde man sagen, gepriesen sei Poseidon oder sowas in der Art? Oh, das wäre ein cooler Spruch, oder? Das nächste Mal, wenn ich an einem Angler vorbeigehe, sage ich, gepriesen sei Poseidon. Das ist cool. Ich finde es besser als Petri heil. Nee, ich finde Petri, ist das langweilig. Ich finde Petri heil eigentlich auch cool. Ja, aber im Gegensatz zu gepriesen sei Poseidon. Stimmt. Oder möge Poseidon dir gnädig sein. Ja. Dann würde man, was würde man zu einem Jäger sagen? Pan ist der Gott der Jagd, oder? Pan ist, glaube ich, eher so Bauern und Landwirte, echt? Oder? Ich dachte, Pan wäre auch der Gott dachte, der Jagd. Ich dachte, das war eine Göttin, die Jagd. Ich dachte, das ist irgendeine Göttin. Aber ha. Egal. Ich gucke das mal. Ich habe mein Tablet hier irgendwo. Ich guck mal. Petrus. Ja, das könnte schon irgendwie damit... Also es ist bestimmt, wenn, dann irgendein christlicher Bezug, ja, denke ich mal. Ja, ne? Wahrscheinlich. Jetzt schaue ich mal währenddessen. Der Weidmann war auch ein Christ. Der Weidmann. Der heilige Der Hans Weidmann. Weidmann. Genau. Der beste Freund des Barkeepers. Ich will dem Barkeeper nicht den Freund ausspannen. Okay, na gut, reden wir mal mit ihm, während du schaust. Er scheint sein bester Gast zu sein. Naja, er ist ja auch sein einziger Gast. Zumindest der einzige, der noch stehen kann. Die Artemis. Artemis, habe ich doch schönes gesagt. Schönes Wetter heute. Was? Es regnet in Strömen. Das sollte auch ein Scherz sein. Ja, lustig. Na, das kann ja heiter werden. Ich habe übrigens wirklich gesagt Artemis, falls so. Ja, glaube ich. Okay. Pan und dann Artemis. Ah, der, was? Genau. Der im Übrigen der Cousin von Max Gruber ist. Genau. Der Petrus. Der Weidmann. Der Weidmann, der Hans, Weidmann. Weidmann, genau. Ist der, ja, Max, stimmt, das ist ja gar nicht Hans Gruber, ist der Max Gruber. Hans Gruber ist der Böse aus Stirb langsam. Max Gruber ist unser Protagonist. Oh Gott. Okay, hallo. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Morangi. Schön. Was ich damit ausdrücken wollte, können Sie mir sagen, wo ich ihn finde? Wenn Sie den alten Ken Morangi meinen, der haust auf seiner Insel. Insel? Wie komme ich denn darüber? Fragen Sie Foley. Sitzt bestimmt unten am Wasser und angelt. Mick Foley, der Wrestler? Der angelt hier? Wow. Cool. Wie kommt man denn in den Keller? Schlüssel nehmen, Tür aufschließen, reingehen. Das können selbst Leute wie Sie, wenn Sie den passenden Schlüssel haben. Sie sind ganz schön lustig, oder? Yep. Kommt es bei Ihnen häufiger vor, dass die Gäste in der Kneipe einschlafen? Yeah. Klar. Aber Klaus ist ein ganz hartnäckiger. Den kriegt man auch so schnell nicht wieder wach. Gibt es da irgendeinen Trick? Ja. Wenn man ihm was zu essen vor die Nase hält, hab ich mir schon dann gedacht. Macht er auf. Mhm. Wenn er das Zeug mag, stehen die Chancen nicht schlecht. Was mag er denn so? Er ist früher Lass zur See raten. Gefahren. Außer Fisch isst er nichts. Ganz genau. Aber eigentlich freue ich mich immer, wenn er schläft. Dann muss ich mich wenigstens nicht wieder zu ihm setzen und mir seine ewig gleichen Seemannsgeschichten anhören. Ich weiß Man schon, wie sollte ihn meinen, wenn der früher Seefahrer war, dass der Fisch echt nicht mehr sehen ja, kann. Ja, das stimmt, ja. Gibt halt Gewohnheitstiere. Ja. Ich hätte gerne einen Fisch. Ich auch. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie mir in Ihrer charmanten Art damit sagen wollen, dass Sie keinen haben? Yep. Nicht übermäßig viel los hier. Oh, geht so. Haben Sie immer so wenig Gäste? Abraxe, danke schön. Die Kunden sind tot und die Laufkundschaft war noch nicht da. Die Laufkundschaft? LKW-Fahrer, die ihre Ware zu den Märkten in den Nachbardörfern bringen. Ab und zu halten die an, trinken 3 bis 12 Whisky und fahren dann weiter. 3 bis 12 Whisky? Ja, sagte ich doch gerade. Und wie oft kommen die so? Jeden Tag. Bringen Obst und Gemüse. Ich frage mich immer, wer das Zeug braucht, wenn es doch auch flüssiges Gemüse gibt. Ganz ehrlich, das könnte auch so eine Kneipe in so einem kleinen Dorf in Bayern sein. Ja, ich meine, das hat ja auch gewisse Übereinstimmungen kulturell, finde ich. Ja, so. Total. Also ich meine, nicht so viel Fisch. Ja, ja, genau. Aber ansonsten und eher Bier statt Whisky. Ja. Aber im Grunde. Leider haben wir heute nicht mal ein Glas an bei unserem, oh, bei nein, unserem kein Glas. Last-Minute-Spontan-Stream. Aber die Bits kommen trotzdem. Vielen Dank. Die sind vielleicht trotzdem im Glas, wenn ich dann beim nächsten Stream wieder anmache, möglicherweise. Da bin ich mir nicht sicher. Kannst du das Glas jetzt noch einblenden oder ist das zu viel Arbeit? Ich müsste mal ganz kurz gucken.
Umbaupause. Also ich meine, nicht Pause, sondern ich mache jetzt die Pausenbespaßung, während du das Glas einblendest. Yay! Ach ja. Das Spendenglas. The Jar. Finde ich schön. So, und schon ist es da. Na gut, das ist jetzt hier aber leider neues. Leeres. Oh, schade. Whisky. Ich bräuchte eine Flasche Whisky. Was kostet die? Für Sie. 1000. Ich frage mal besser nicht nach der Währung. Die Antwort würde mir wohl nicht gefallen. Nein. Wollen Sie keine Geschäfte machen? Doch. 1000 ist ein gutes Geschäft. Ein bisschen arg teuer, oder? Ein Sonderpreis. Extra für meine Freunde. Aus unerfindlichem Grund steigt mein Aggressionspotenzial geradezu in unermessliche Höhen. Wenn ich mich nicht sehr zusammenreiße, wird das hier gleich zum Ego-Shooter. Oh, ein Meta-Witz. Ja, hey, aber ich finde, im Gegensatz zu dem, was wir in Kuba erlebt haben, ist dieser Dialog hier richtig witzig, finde ich. Hey, danke nochmal. Cool, jetzt danke. Komm, jetzt guck sie dir an, wie sie reinbröseln ins Glas. Schön. Das nicht schön? Ja. Ich freue mich übrigens auch auf Black Mirror. Ich habe das ist Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe, aber da habe ich auch richtig Lust drauf. Hallo, Latres. Grüß Gott. So, mehr können wir mit ihm nicht machen. Vielen Dank für das überaus freundliche Gespräch. Gern geschehen. Was, die bärtige Dame, ist das eine Fusion aus Mia und Merlin? Hä? Die bärtige? Man sieht doch gar nichts. Ah, das Glas ist irgendwie doof über unseren... Naja. Ah, warte, ich schieb's auf die andere Seite. Da wird, glaube ich, nie was angezeigt, oder? Naja, doch, da wird manchmal dieses Symbol angezeigt für Hände und... Ne? Ach also, so. Hm. Wo wird... Es wird überall was angezeigt, ja, manchmal, ja. Ne? Aber da ist es schon eher, weil da wird oft nichts angezeigt. Genau, machst du einfach darunter und dann, glaube ich, geht's. Aber dafür machen wir es riesig. Über den gesamten Bildschirm. Ah, okay. So. Cool. Ja, wie gesagt, Black Mirror, das müssen wir uns wahrscheinlich noch besorgen, ja, oder? Ja, ich weiß gar nicht, für was es das gibt überhaupt. Für PC, also für PC auf jeden definitiv. Fall. Ich hoffe, für das PC kriegt man auf zum Laufen. Fall. Good Old Games oder so, ich schau mal nach. Ah, es wäre so cool, wenn es das auch für die Switch geben würde, aber nicht, ich glaube nicht. Können wir jetzt irgendwie wir können den Fisch tatsächlich irgendwie mit dem Becher da rausholen. Ich weiß zwar nicht warum, aber es... Nee, warte mal. Ich glaube, mit dem Becher müssen wir das Feuer ein bisschen löschen. Der hat doch gesagt, es ist zu heiß. Ich nicht zu trocknen. Das hat sein Vorbesitzer schon sehr gewissenhaft erledigt. Wir müssen ins Meer gehen und Wasser holen mit dem Becher. Ja. I see. Ah, schade. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal gespielt habe, wie oft ich hin und her gelatscht bin zwischen diesem blöden Pub und da unten. Ach, naja, Wasser. Wir brauchen Wasser. So, und jetzt wieder zurück. Na. Und jetzt können wir das Wasser benutzen mit dem Kamin. So. Ach, die Steuerung. Hat das was mit dem 2017 erschienenen Black Mirror zu tun? Ist das vielleicht ein Remake oder so? Oh Gott, keine Ahnung. Das kenne ich nicht. Oh. Okay, ich habe irgendwas gemacht. Verdammt, jetzt habe ich nicht geschaut, was. Ich könnte mich da vorstellen und meine nassen Sachen trocknen. Andererseits, ich muss bestimmt sowieso gleich wieder raus. Da kann ich mir das auch sparen. Hä? Okay, jetzt ist mein Becher weg, aber kann ich das jetzt so... Der Fisch liegt servierbereit auf dem... Ah ja, na guck. Das Blech ist viel zu heiß. Hä? Aber jetzt ist mein Becher weg. Ja, das passt schon. Wir haben jetzt, glaube ich, die Temperatur angepasst. Jetzt brauchen wir noch was... Jetzt brauchen wir was, damit wir den Fisch rausnehmen können, damit wir ihm den Betrunkenen servieren können. Ich habe eine Idee, was wir brauchen. Ich glaube nämlich, dass wir jetzt das da wieder brauchen. Die Flagge. Da muss man die nämlich doch später benutzen.
Da rollen wir jetzt den Fisch ein. Ach, das ist alles so ekelhaft. Diese Flagge, ich will gar nicht wissen, wie lange die da schon hängt und wie viele Spinnen ja, und so ein Scheiß da alles schon drin ist. Ja, aber die hat jetzt ordentlich abgeregnet. Stimmt, die ist jetzt vom Regen jetzt sauber gewaschen. Ach, das Glas steht noch da drücken. Nee, warte mal. Ach, mach einfach mal. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Auf jeden Fall ist da irgendwas Grünes. Es wird schon gehen. Abraxa meint, dass das Spiel Black Mirror 2017 auf der Netflix-Serie basieren könnte, eher. Hm. Heißt das The Black Mirror und sieht das ungefähr so aus? Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber... Black Mirror. Okay, gut. Dann gibt es das auf Good Old Games, dann ist das ziemlich sicher, dass wir das zum Laufen kriegen und spielen können. Perfekt. So, wir haben den Fisch und dem schieben wir jetzt den Typen da unter. Ist komisch, da steht... Das ist angerichtet. Da steht The Black Mirror im Bild, aber unten im Namen steht Black Mirror einfach nur. Wie heißt das denn jetzt? Naja, wurscht. Fisch. Ich rieche Fisch. Was? Da fehlt die Zitrone. Wirt, bring mir Zitrone. Ein Fisch ohne Zitrone ist wie eine Flasche ohne Whisky. Wirt! Warte mal, wer war denn das gerade, die Synchronstimme? Ich weiß es nicht. Ah, oh, die kenne ich. Die sind ganz bekannte Schauspieler auch. Das ist auf jeden Fall Ian McGregor. Deutsche Stimme. Eine kleine Salzkruste. Ah, okay. Wir haben jetzt einfach Salzkruste aus dem Salzwasser von dem Becher. Also wusste ich nicht mehr, aber okay, cool. Na gut. Ah, wir können jetzt vielleicht den Fisch salzen. Ja, aber wir brauchen eine Zitrone. Ja, der Wirt soll die Zitrone bringen. Hier, Wirt, geh mal zu ihm. Bring ihm seine Zitrone. Hallo, ich weiß, Sie haben viel zu tun. Kann ich trotzdem nochmal stören? Wenn's sein muss. Ja. Hier, Zitrone. Zitronen haben Sie wahrscheinlich nicht, oder? Mein Kompliment. Sie lernen schnell. Ja, was bleibt mir übrig? Wegen Klaus. Ja, ohne Zitrone will er seinen Fisch nicht essen. Bringen Sie mir eine und ich werde sie Ihnen vielleicht sogar zurechtschneiden. Sie sind ein Held. Und jetzt weiß ich aber, wo ich die Zitrone herkriege. Vielen Dank für das überaus freundliche Gespräch. Ja. Jetzt kommt nämlich gleich ein Laster, der zufällig Zitronen gelagert hat. Natürlich. Und der fällt dann aus der Kurve, weil er zu schnell ist, weil wir nämlich... Das 30er-Schild überhängen. Ja, ganz genau. Und der fährt hier zum ersten Mal lang. Und der fährt ausgerechnet jetzt mit Zitronen lang. Ja. Das macht alles keinen Sinn. Und woher weißt du das, dass der jetzt kommt? Weil ich habe das nicht rausgefunden, wie ich zu dieser blöden Zitrone komme. Ja, aber woher soll man das denn wissen, wenn man es nicht schon mal gespielt hat? Der Wirt hat zu ihm gesagt, dass hier öfter mal LKWs langfahren, die Gemüse und Obst in die Stadt bringen. Aha, na gut. Kommt der LKW mit der Ware für den Markt. Vielleicht hält er ja. Dann haben sie auch ihre gewünschte Gesellschaft. Na, was für ein Glück, dass der zufällig Zitronen geladen hat anscheinend. Der LKW-Fahrer scheint neu zu sein. Kennt wohl die Strecke nicht und kann keine Verkehrsschilder lesen. Ja, die Jugend von heute. Hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. Ich sollte mal nach dem Fahrer schauen. Weißt du, er zerstört genauso Leben wie Nina. Es ist unglaublich. Aber das sind alles schon sehr komische Zufälle. Der hätte sterben Zufälle. Können. Aber der gut. hätte aus der Kurve fliegen können und im Meer einfach... Also wenn er nicht durch den Aufprall... Der LKW-Fahrer scheint die Kurve noch gekriegt zu haben. Das hätte ich mir nie verziehen, wenn dem was passiert wäre. Ja, aber gestört hättest du ja auch nicht. Gib's zu. Dann sollte man vielleicht keine Verkehrsschilder abdecken, absichtlich. Vielleicht können wir das jetzt wieder mitnehmen, die Flagge. Ist genauso schlimm wie sein Namensvetter Hans Gruber. Wirklich? Alles Terroristen. Terroristen. Okay. So, Kiste. Eine Kiste voller Obst und Gemüse. Die muss der Laster verloren haben, als er hier ans Schleudern gekommen ist. Lauter gesundes Zeugs. Und ich habe Glück. Sogar eine Zitrone ist dabei. Zitrone! Ja! Guck mal, der hat sogar einfach so ein riesiges voll Ding da rein. Rausgeschlagen. Na gut, dann haben wir unsere Zitrone ganz auf sehr genau. seltsame Umstände, aber immerhin. Ja, wie gesagt, sehr das hat... Umständen. Das, zum Glück wusste ich das noch, weil da habe ich ewig dran gesessen. Ja, das glaube ich schon, das ist ja irre. Hallo Metatron! Es war eine Entscheidung von mir. Ich wollte endlich weiterkommen, weil das Spiel ist so genial und ich möchte unbedingt noch den zweiten Teil und den dritten Teil und die drei Sequels dazu spielen. Die Spin-Offs. Die Spin-Offs, genau. Und Black Mirror haben wir auch noch auf Halde. Genau, da müssen wir schon langsam mal hier ein bisschen vorwärts kommen. Das muss man in die Gänge kommen. So, Zitrone.
Hier, die könnten Sie Ihrem wortgewaltigen Gast überreichen, wenn es Ihre kostbare Zeit zulässt. Oh, da wird er sich bestimmt freuen und dann hoffentlich auch mal die Klappe halten. So, und jetzt verschwindet er nämlich und jetzt können wir ganz Oh, guck mal, man sieht ihn sogar durch die Schwarz. Und dann können wir ihn einfach ganz, ganz, ganz im Geheimen den Schlüssel klauen. Deine Zitrone. Wurde auch Zeit. Setz dich zu mir. Undank ist der Weltenlohn. Wir haben sich zwei gefunden. Yep. Love Story. Ein Schlüssel. Den nehme ich jetzt mal. Ganz unauffällig gehe ich in deren Richtung. Naja. Finger weg! Mist, er kann den Schlüssel selbst von da hinten sehen. Ach, schade. Na gut, dann müssen wir sie besoffen machen. Ja, bis nächstes Jahr kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Adventures reichen. Nicht den Freund ausspannen. So viel, so lang ist das hier gar nicht mehr. Ich meine, die Adventures, man darf das nicht unterschätzen, die sind schon lang. Wir sind jetzt, sagen wir drei Viertel. Drei Viertel durch, ja. Und ist schon der dritte Stream, also bestimmt schon über 10 Stunden insgesamt, wenn es reicht. Ja. Okay, wir können jetzt hier gerade nichts machen. Und hier ist eigentlich auch nichts mehr. Wir könnten ihm die Fahne, den Lappen ins Gesicht werfen und schnell den Schlüssel klauen. Ich weiß jetzt echt nicht, dass man da nichts machen kann. Kann man nicht den Freund ausspannen? Kann man den Fisch salzen noch, damit er salziger... Und dann muss er auf Klo. Oder, weiß ich nicht. Oder irgendwie so. Wenn ich es schnell und unauffällig mache, sieht der Barkeeper es hoffentlich nicht. Oder er muss kotzen. Ob er den Unterschied schmeckt. Weiß nicht, wir salzen sein Getränk. Wenn ich dir die ganze Zeit beim Essen zusehen muss, kriege ich aber auch allmählich Hunger. Ach, ich werde mal meinen Whisky holen. Ich weiß nicht, Whisky und Salz, vielleicht ist es Salzsäure. Dann stirbt er oder so. Man sieht ihn wirklich im Schwarzen. Das ist so. Cool. Ein geisterhaftes Schieben, die hier außerhalb des Bildschirms rumlaufen. Sieht nice. So aus, als hätte er den Unterschied tatsächlich bemerkt. Okay, jetzt können wir den Okay, wirklich. Es ist anscheinend sehr eklig. Jetzt würde ich gern gesalzenen Whisky probieren. Sicher. Nee. In diesem Abenteuer ist diese Aktion eine absolute Schlüsselszene. Oh Gott, ey. Nee, ich finde diese flache Wortwitze voll in Ordnung. Ja gut, die sind nicht so schlimm wie dieser Sexismus. Das ist witzig. Ne? Aber ja, diese andere Sequenzen sind schon, naja. Na gut, okay. Ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt hier alles haben. Dann können wir rüber und den Whisky holen. Whisky! Moment, und für was brauchen wir den Whisky? Für den Angler, für damit den Angler. Wir sein Boot kriegen. Genau, und jetzt dann können wir auf die wieder, Insel fahren. Jetzt bin ich wieder, jetzt weiß ich wieder, was wir hier eigentlich machen. Ich dachte, wir bringen hier einfach nur, machen einfach nur das Leben von Unschuldigen ein bisschen schwerer. Ey, das ist ohne Scheiß, das ist schon der 5. oder 6. den wir da im Prinzip einfach das Leben versauen. Na, ich meine, der musste jetzt nur ein bisschen kotzen. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm wie irgendwie seinen Job verlieren, weil man glaubt, man hätte im Lotto gewonnen und dann hat man doch nicht gewonnen. Ja, oder so. Oder von irgendwelchen Typen in Schwarz abgeführt werden, einen da wahrscheinlich foltern und umbringen. Ja. So. Da ist das noch relativ harmlos. Ja, das Max stimmt. Ist schon die entschärfte Version von Nina, was das angeht. Stimmt. Die ist Nina ziemlich ist skrupellos. Ja. Ist einfach. Er ist wenigstens so, okay, ich gefährde zwar Leben, aber ich fühle mich ein bisschen schlecht dabei. Okay, hier ist eine Hobelbank, ein Schraubstock, okay. In so einem Ding habe ich mir früher mal die Finger eingeklemmt. Ich nicht. Whisky. Einige volle und ein paar leere Flaschen. Werden wohl zum Abfüllen aus den Whiskyfässern benutzt. Nehmen wir eine davon. Wenn Nina das mit dem Gemüselaster gemacht hätte, hätte sie höchstens noch sowas gesagt wie, na, dass hier der Fahrer nicht mal zum Dünger für die nächste Ernte wird oder irgendwie sowas in der Art. Ja. Eine Fackel. Die nehmen wir auch mit. Oh, ich weiß schon, was wir mit der machen. Da wickeln wir jetzt das da mal drum. Ah, schade, es geht nicht. Okay. Na gut. Brett. Ein langes, angenageltes Holzbrett. Sagenhaft. Das Brett ist festgenagelt. Ha, vielleicht brauchen wir dafür den Stein. Nee. Was haben dann? Wir da? Ist das eine Fackel oder was ist das? Eine Fackel, ja. Entweder das hier ist eine Schnapsbrennerei oder die Gäste sind sehr, sehr durstig. Aber irgendwas muss man hier bestimmt noch machen. Mit dem Brett vor allen Dingen.
Kann man was? Da hinten durch den Torbogen noch nee, durch? Nee, kannst du nicht. Der Feuerlöscher? Kann man auch nicht benutzen. Das ist alles. Das Brett ist irgendwas noch. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber vielleicht gehen wir erstmal zurück und geben den Typ seinen Whisky. Wahrscheinlich sagt er jetzt gleich, nee, den Whisky will ich nicht, ich will einen Fass Whisky oder sowas. Ha. So, Whisky. Das Angebot mit dem Boot und dem Whisky gilt doch noch, oder? Klar. Dann habe ich hier was für Sie. Danke. Lang wird das zwar nicht mehr reichen, aber ich wollte sowieso bald los. Ich werde mich dann auf die Socken machen, sobald die Flasche leer ist. Machen Sie das Boot bitte wieder richtig fest, wenn Sie es nicht mehr brauchen. Klar, kein Problem und vielen Dank. Sie haben mir mehr geholfen, als Sie sich vorstellen können. Sie auch. Das finde ich ja zu geil. Hier ist mein Autoschlüssel. Stellen Sie das Auto einfach wieder hier ab, wenn Sie es benutzt haben. Tja. Der Whisky-Mixer mixt den Whisky für den Whisky-Mixer.